Hallo Freunde der käuflichen Liebe und willkommen bei eurem Schulle zu einer neuen Folge Xenoblade Chronicles 3 hier auf meinem YouTube-Kanal. Ab geht es Richtung Kolonie 9 und hier, achso, hier liegt einfach so was auf dem Schlachtfeld rum. Ich dachte, das wären jetzt auch hier so Sammelpunkte, wie in Xenoblade Chronicles 2 zum Beispiel. Also mal abgesehen davon, dass wir die Utensilien natürlich brauchen werden. Aber, okay, das heißt, es gibt ja nicht so Sammelpunkte, wo wir mehrere draus ziehen, sondern ne, wir müssen ja einzeln die Dinger irgendwie ablaufen, einsammeln, etc. Hasids gibt es natürlich auch. Wer hätte es gedacht? So. Ah, ja. Und die hinterlassen auch Hasidschwanz, Hasidschwanz. Und schwach glänzender Stein. Okay. Okay. Das Kampfsystem ist ein, oder das Kämpfen an sich ist im Moment ein bisschen träge, finde ich, aber. Oh, Stufe 42. Ja, genau. Ich muss mal. Oh, kurz weg. Greifen die mich an? Nein, tun sie nicht. Okay. So. Aber hier ist natürlich noch was. Todesschwammel, Geisterholz. Okay. Gut, also grafisch ist es nochmal besser als Xenoblade Chronicles 2. Es ist immer noch die Switch. Also machen wir uns nichts vor. Ist jetzt keine High-End-Grafik. Yeah, Stufe gestiegen. Nice. Finde ich gut. Colony Sigma were fighting frantically for their lives. Just like us. Okay, Colony Sigma war also. Aber dann sind die Erfahrungspunkte. Was sind dann die Erfahrungspunkte da links in der Ecke? Und was ist das jetzt bei Mwamba? Das mit dem. Ne? Moment. Nee, ich denke mal, die mittlere Leiste da links, die grüne, das wird ja wohl die Erfahrungspunkte sein, ne? Jo, genau. Aber was ist dann die lilane da drunter noch? So. Oder, nee, AP oder sowas? Nee. Das macht ja keinen Sinn. Na, mal gucken. Wir werden es doch rausfinden. Was? Wer? Wie? Wann? Wer? Wo? Die? Okay. Was? Unis heilender Ring ist ein grüner Bereich, der auf dem Boden verbleibt. Charaktere, die sich innerhalb des Bereichs befinden, regenerieren langsam, aber stetig KP. Was? Da! Okay. Und tschüss. What? Alter, hallo, wieso kriegt der keinen... Achso, nutze den Heilkreis um... ja. Gut. Okay. Wäre jetzt noch ein Tutorial-Kampf gewesen, habe ich sauber verkackt. In Anführungszeichen. So, Moment, was kommt jetzt? Ah, okay, kein vertont. Freunde, bitte warten. Riku. Riku, Riku, Riku. Gab's Riku im ersten Teil? Was gibt's, Riku? Noah, Klopperei war anstrengend, aber bitte trotzdem nicht Umgebung ignorieren. Cookie hier. Was meinst du, den alten Behälter? Wenn der hier so rumsteht, wird sicher nichts Wertvolles drin sein. Gewonnen oder nicht? Nachschlacht ist Vorschlacht. Ohne Flitzi, bla, Unterstützung von Nopon wären Freunde schon längst auf Schlachtfeld krepiert. Warum gibt es überall Nopon? In einigen Xenoblade-Teilen. Aber gut, was willst du machen?
Ne, ist wahrscheinlich genauso, wie es in Final Fantasy immer Chocobos gibt, wobei ich gegen Chocobos jetzt nichts habe. Oder hier die, ne, die Kupo-Dinger. Heißen die Kupos? Ne, die sagen immer nur Kupo, ne? Ich komme jetzt nicht drauf. Egal, weiter im Text. Also bitte nicht Oberschlau tun, sondern Meinung von Experten anhören. Ah, ein Experte willst du sein, Riku. Willst du dann auch mal mit uns an die Front zum Kämpfen? Hm? Klingt das lustig? Lass ihn, Lance. Er meint es doch nur gut. Meinst du? Container. Unterwegs findest du manchmal Container. Diese können Items enthalten, welche sonst nur schwer zu bekommen sind. Es lohnt sich also, jeden Container zu untersuchen. Die Seltenheit von Items lässt sich in 3 Stufen einteilen. Legendär lila, selten gelb, gewöhnlich weiß. Je seltener das Item, desto schwerer ist es zu erhalten. Okay. Dann machen wir den mal U4. Hallöchen. Ah, okay. Wähle Charaktere, Ausrüstung im Hauptmenü. So. Ausrüstung, Gegenstände, Charaktere. Verschiedene Möglichkeiten, Charaktere anzupassen. So, Ausrüstung. Zuerst hast du nur einen Ausrüstungssockel, aber mit steigenden Stufen erhältst du bis zu 3 Sockel. Okay. Ausrüstung, ein A neben einem Ausrüstungsgegenstand zeigt an, dass der Gegenstand schon ausgerüstet ist. So, erhöht den Schaden von Autoangriffen um 58%. Nice. Ansonsten muss ich sagen, die Aufmachung von dem Menü gefällt mir. Finde ich gut. Karte, Items, System. Kann ich hier auch... System kann ich noch gar nicht rein. Okay. Halt, Moment, was war da eben? Rang 5. Rang 10. Okay, was sind die Ränge? Sind das die Ränge der Waffen? Steigere ich auch Waffenlevel? Weil die oben drüber, die normalen Stufen, Stufe 4 bei allen, das wird wahrscheinlich das normale Charakterlevel sein. Na, wir werden es ja noch rauskriegen, ne? Hier ist erst nochmal was zum Einsammeln. Hallo? Matroschkarbo. So. Wat nün? Ist das? Da liegt noch ein Soldat. Ja, da hat sie jemanden erwischt. Sie hat sich wohl noch mit letzter Kraft zurück Richtung Kolonie 9 geschleppt, aber dann... Ja, und dabei hatte ihre Flammenuhr noch so viel Lebensenergie. Hm? Was ist denn jetzt wieder die Flammenuhr? Ist damit allgemein die Lebensenergie bei denen gemeint, oder? Ich möchte ihr den Weg weisen. Aha, okay. Also auf gut Deutsch, Flöte spielen. Als Wegweiser kann Noah Gefallenen helfen. Wenn du unterwegs Höhlen findest und diesen den Weg weist, vertieft das deine Harmonie zu ihren Kolonien. Aha. Okay, Noah, Wegweisen. Would you mind? Also ich bin ja schon mal ganz froh, dass ich dafür keine Quick-Time-Events treffen musste. Das ist schon mal ein großer Vorteil. So, Moment. Hier, das Zeug, das nehmen wir alles einmal mit. Hisse, komm her hier. Worms. Was bist du hier für ein See? Wie ist denn das mit... Ah ja. Okay, gibt nur in Anführungszeichen 2 Stufen von der Karte. Aber reicht ja auch, ne? So, schwimmen sieht naja aus. Ey, hallo? Hallo? Sammel das ein jetzt. Jawohl. So, komm mal her. Und Rums. Hear that, Noah? Lance wants something a bit meatier.
Nice, nice. So, ich hoffe mal, du greifst mich nicht an. Du Fisch. Warum denn nicht? Stell dich mal nicht so an. Schönes Bad in einem See. Hey, mit Klamotten. Warum nicht? Also auf jeden Fall liegt hier schon mal ordentlich überall was rum. Ach ja, komm, als ob ihr jetzt, ne? Hm. Manche Techniken besitzen je nach deiner Position zum Gegner spezielle Effekte. Die richtige Position bringt Vorteile, wie zum Beispiel mehr Schaden bei Rückangriffen. Wenn deine Gefährten die Aufmerksamkeit des Gegners haben, solltest du dich in eine günstige Position begeben. Okay, ja, weiß ich. Der Pfeil über den Techniksymbolen zeigt an, auf welcher Seite des anvisierten Gegners sich der gesteuerte Charakter befindet. Moment, nochmal, was? Der Pfeil auf welcher Seite seitlich, vor oder hinter ihm? Aha. Ah, jetzt. Ich habe die falsche Technik eingesetzt, ich Depp. So, jetzt. Alter. Hab einen falschen Knopf gedrückt. Ich hab, was ist das? Y gedrückt. Urso-Fossil. So, Moment, da ist auch noch was. Auch irgendein Schwammerl. Todesschwammerl wahrscheinlich. Yep. Dauerflosse. So, was bist du für ein Stufe 1-Vieh hier oben? Also, auf jeden Fall muss man sehr nah an die Dinger ran, um die einzusammeln. Da hoffe ich mal, dass man das irgendwie noch skillen kann, dass man den Radius für das Einsammeln erhöhen kann. Das wäre ganz geil, muss ich sagen. So, auf, ne, so... auf den ersten Blick hier beim Spielen, sag ich mal. Holzhasid. Technik-Kombos. Bestimmte Techniken lassen sich zu einer sogenannten Kombo aneinanderreihen. Dies ist nur mit Techniken möglich, die besondere Effekte auslösen. Nutze zum Beispiel eine Technik, die Gegner schwanken lässt, gefolgt von einer, die sie umwirft. Eine längere Kombo ist Schwanken, Umwerfen und macht Explosion. Ja, okay. Okay, ich warte. Und macht, jawohl. Gewinne den Kampf. Okay. Du kannst dir alle Tutorials erneut ansehen, bla 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 bla. Okay. Nehme ich hin. So. Ist das doch Kolonie 9? Oder ist das einfach nur irgendein Mecker? So, zack, her damit. Ist Training verfügbar, bla bla. Doppelgenerator, Doppelgenerator. Junge, hier liegt ein Zeug überall rum. Lass mich hoch. Ey, lass mich hoch hier. There's Colony 9. Always ja. Was bist du für ein Hase? Na, der greift mich an. Das ist ein Holzhasid, ne? Beziehungsweise, wenn er mich nicht angreift, dann greife ich ihn an. So. Next. Okay. Dann ab nach Hause. So, Kolonie 9. Hier, ja. Schick, schick, schick. Okay, leider wieder nicht vertont.
Endlich wieder in heimischen Gefilden. Miku ist ganz ausgeschlaucht von vielem Fußgetrippel. Tragisch. Kononi scheint gut davongekommen zu sein. Ein halbes Wunder nach dieser Schlacht. So, Moment. Nach dieser üblen Schlacht. So, das Ding ist, ne, meine Kamera ist ja davor und ich sehe dasselbe wie ihr gerade. Na, gucken wir mal, ob wir das so lassen, bleiben lassen können. Naja, die gegnerische Kolonie hatte auch nicht gerade den höchsten Rang. Ja, deswegen war unsere Ausbeute für die Flammenuhr auch nicht gerade üppig. Beschwer dich nicht. Das Wichtigste ist doch, dass keiner von uns ins Gras gebissen hat. Das stimmt. Und für die nächste Zeit wird's erstmal reichen. Geplapper hier draußen, reine Zeitverschwendung. Drinnen wartet warmer Badespaß. Da sagst du was. Na dann, ab dafür. Ah, okay. Die Flammenuhr zeigt die Menge an Lebensenergie, die vom besiegten Feinden geerntet wurde. Die Flamme nimmt mit der Zeit ab. Die Werte deiner Charaktere nehmen mit gefüllter Flammenuhr zu, also versuche, die Flammenuhr möglichst voll zu halten, um die Boni zu behalten. Hä? Alles klar, das heißt, wir müssen sogar andere Kolonien angreifen, um unsere Stats zu erhalten, oder wie ist das? Okay. Charaktere mit einem Stern neben ihren Namen haben etwas Neues zu erzählen. Sprichst du zum ersten Mal mit jemandem, vertieft das die Harmonie zur jeweiligen Kolonie. Und die Harmonie zur Kolonie. Sachen gibt's. Zum Beispiel hier Harala. Hallöchen. Sobald Lefnisse wieder heil sind, müssen Kraftverstärker von Seon und Kurt neu justiert werden. Yes? Na, vor und nach großer Schlacht ist natürlich immer Riesenarbeit. Aber Arbeit macht Harala Spaß. Ist eigentlich eher Vergnügen als Arbeit. Okay. Gut. Eilis. Wir haben zwar Kolonie Sigma besiegt, aber unsere Flammenuhr ist trotzdem nicht viel mehr gefüllt als vorher. Es kommt sicher, weil du immer so rücksichtslos kämpfst, Eilis. Du hast die Arklia mit deinem Lefnis pulverisiert. Ah, also Lefnis, das sind diese Lichtschwerter, oder? Was sind das? Wenn wir sie nicht mit unseren Klingen besiegen, kriegt die Flammenuhr auch keine Energie. Okay, sind doch nicht Lefnis. Ich hoffe, das ist dir klar. Oder sind das hier die Mechas? Yep, anscheinend. Als Pilotin behalte ich immer einen kühlen Kopf. Ich schieße unsere Feinde nur bewegungsunfähig, mehr nicht. Okay. So, Trish, hallo? Ich bin euch was schuldig. Ohne euch wäre ich wahrscheinlich nicht vom Schlachtfeld zurückgekehrt. Oh, Autotext. Als diese vier Lebnisse, dachte ich schon, es wäre um mich geschehen. Ja, unsere Kolonie hat einfach zu wenig Lebnisse. Das wird uns irgendwann noch zum Verhängnis werden. Ich hoffe sehr, wir kriegen bald mal ein paar neue zur Verstärkung. Okay, die Textgeschwindigkeit finde ich persönlich ganz gut. So, Laurea. Habt ihr schon gehört? Der Feronis von Kolonie 9 ist offenbar für eine Weile außer Gefecht. Wer ist der Feronis? Das heißt, er ist bewegungsunfähig. Dabei hat er es doch vom Schlachtfeld noch problemlos hierher geschafft. Anscheinend wurde im Gefecht mit Kolonie Sigma der Motor leicht beschädigt. Die Nuppern kümmern sich schon drum, aber sie haben großen Terz gemacht. Wir sollten Arm Brumm Brumm nicht anmachen. Okay. Dann ist hier wohl für die nächste Zeit unsere Basis. Doch, dann ist dem wohl so, ne? Hey. Ist das hier eine Kiste? Nee. Okay. Hätte sein können. So, was glitzert hier so rum? Magilikum und Schneemuschel. Mal kurz auf die Tische springen, kann nie schaden. So, Badezelt. Carrie, hallo. Die Spezialeinheit ist ja mal wieder spät zu Hause. Ja, wir sind halt speziell.
Noah hatte wie immer eine Menge Leute den Weg zu weisen. Ja, sowas in der Art dachte ich mir schon. Ihr seid sicher erschöpft. Bleibt nicht zu lange auf. Niemals. So, ab ins Badezelt. Say, you know how you became an officer after what happened? I guess, yeah. Does it still hurt? No. I can't say I'm totally over it. But I'm getting there. I've sent so many of our comrades. A lot's happened. Both for me and those sent on. Anyway, worry about him. Poor guy. Pushes himself too hard. What can we do? He's been like this for ages. He never got to apologize, so... You know. You guys talking about the battle? Don't worry about the bonus points, because I'll have nabbed them all. The snuff you on about? I'll have you know I clocked up a fair bit more. Oh, yeah, sure. I'm the one who took the heavy off its hinges. They give you loads of points. Ooh, big deal. If that heel had come a few seconds later, you'd be sleeping in the dirt. That was part of the plan. You couldn't tell. I just felt like giving you the credit, but don't worry. You can thank me later. Huh? You're a right Muppet, Lance. All right, then. Off to bed with me. Yeah. All that walking's really done a number on me. I'm sorry. Come on. Let's go. Yeah. Okay, ab in die Haia. Allerdings, ja, gehen wir ins Schlafzelt oder wo auch immer es jetzt hingeht. Erst in der nächsten Folge. Jetzt ist wieder Feierabend. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben und einen Kommentar da. Und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, schaltet beim nächsten Mal wieder ein.